Deutschland im Visier von Terroristen. Der Gedanke liegt schon länger über der Republik. Bislang war er irgendwie weit weg, unkonkret, abstrakt. Seit heute Mittag ist das anders. Innenminister Thomas de Maizière tritt kurzfristig vor die Presse. Sichtbar ernst, sehr konzentriert, trägt er einige Minuten, Wort für Wort, langsam von Karteikarten vor. Zu den bisherigen Erkenntnissen sind nunmehr weitere gefährdungsrelevante Erkenntnisse und Sachverhalte hinzugetreten, die in übereinstimmender Bewertung der Sicherheitsbehörden die Einschätzung begründen, dass wir es gegenwärtig mit einer neuen Lage zu tun haben. Nach Hinweis eines ausländischen Partners soll Ende November ein mutmaßliches Anschlagsvorhaben umgesetzt werden. Ein mutmaßliches Anschlagsvorhaben. Was ist das konkret? Wo könnte es stattfinden? Warum gerade Ende November? Die Fragen kann oder darf der Minister nicht beantworten. Ihm bleibt nur so viel. Und sind also innerhalb kürzester Zeit bis in die letzten Tage für die Sicherheitslage der Bundesrepublik Deutschland relevante Sachverhalte bekannt geworden. Auch davon spricht der Minister, von Schutzwesten, Maschinenpistolen, mehr Polizei in der Öffentlichkeit. Wie hier am Berliner Hauptbahnhof sollen überall an großen Bahnhöfen die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt werden. Auch an Flughäfen werden sich Reisende gewöhnen müssen, an noch mehr Polizei, an noch mehr Kontrollen und auch häufiger an die Frage, gehört dieser Koffer Ihnen? Sichtbare Maßnahmen, dazu kommen noch verdeckte. Nicht sichtbar sind Überwachungsmaßnahmen durch Zivilkräfte, sowohl im Transitbereich als auch hier im öffentlichen Bereich. Und nicht sichtbar wird sicherlich auch eine intensivierte Überwachung durch die installierten Videoanlagen für viele sein. Was also bleibt im Einzelnen? Wachsam sein, sagt der Minister. Auffälligkeiten der Polizei melden und sich dennoch nicht einschüchtern lassen. Es gibt Grund zur Sorge, aber keinen Grund zur Hysterie. Wir lassen uns durch den internationalen Terrorismus weder in unseren Lebensgewohnheiten noch in unserer freiheitlichen Lebenskultur einschränken. Das sollten wir alle beherzigen. Die Polizisten in Schutzwesten waren den Fotografen und auch uns heute das sichtbarste Bild für eine unsichtbare Bedrohung. Eine Bedrohung, die vielleicht Ende November real werden könnte, vielleicht aber auch nicht.